In den Hochlagen Mallorcas hat es in den vergangenen Tagen kräftig geschneit. Sämtliche Bergstraßen mussten gesperrt werden. Nun warteten unzählige Einheimische und Touristen auf die Öffnung der Passstraße, denn jeder wollte einmal den Schnee gesehen haben. Die Passstraße durch die Berge ist jetzt endlich wieder geöffnet und jeder freut sich hier auf das bisschen Schnee. Hier auf Mallorca lieben wir den Schnee, weil er so selten ist. Wir sind extra vom anderen Ende der Insel angereist. Jetzt wollen wir einfach nur spielen, zum See und hoch auf die Berge. Es ist fantastisch. Ob jung oder alt, alle haben hier einen Riesenspaß. Für viele Kinder ist es die erste Begegnung mit der weißen Pracht. Immer mehr Menschen stürmen am Nachmittag die Bergregion. Es wird wild geparkt und der Verkehr staut sich an jeder Ecke. Die Polizei hat alle Hände voll zu tun. Doch der Schnee wird wohl nicht mehr lange liegen bleiben, denn die kräftige Sonne sorgt hier nun wieder für Frühlingswetter und steigende Temperaturen.